Ich freue mich sehr herzlich, Sie auf dieser virtuellen Tour durch die Ausstellung Reset Museum Sammlung Zukunft begrüßen zu dürfen. Der Auftakt, wenn man in die Ausstellung reinkommt, hier im Erdgeschoss, da sieht man eigentlich schon wunderbar eine Reihe von konzeptuellen Positionen. Wir betreten eine Bodenarbeit, die der deutsche Konzeptkünstler Michael Riedl gemacht hat. Diese Arbeit besteht im Grunde genommen aus 14 verschiedenen Motiven. Das sind Plakate, die am Boden aufgekleistert werden. Und wenn man genauer hinschaut, ist das Material Text. Michael Riedl geht da so vor, dass er Texte in verschiedenen Arbeitskontexten aufnimmt. In dem Falle war es ein eigener Aufbau, Umbau von einer seiner Ausstellungen, seines Ausstellungsspaces. Und der Text, den die Techniker gesprochen haben, der wurde aufgenommen. Und dieser Text ist die Grundlage für die Arbeit, die wir hier am Boden finden. Nebst dieser Bodenarbeit ist eine sehr wichtige Arbeit, die neu in der Sammlung ist, ein großes Mobile von Thomas More. Auch dieses Mobile ist ein wunderbares Werk, das neu in die Sammlung eingegangen ist. Man glaubt bei Mobile immer sofort, es ist ein Calder. Calder ist ja sehr berühmt für seine Mobiles. Nur es basiert auf einer Geschichte, die zwar im Zusammenhang mit Calder basiert ist, jedoch ist dieses Mobile auf keinesfalls ein Calder. Wenn man genau hinschaut, sind auch die Formen absolut nicht typisch für Calder, sondern im Gegenteil für Mondrian. Eine weitere Arbeit, die hier auch wichtig ist, ist Cassidy Toners, ist ein Stück ihrer Wand, der Wand in ihrem Atelier, und man sieht da so einen Durchbruch. Und dieser Durchbruch, der selbstverständlich konzeptuell und dann auch physisch gemacht wurde, steht eigentlich so ein bisschen stellvertretend damit, wie können Künstler der Gegenwart mit dem Erbe umgehen. Sie brechen frei, sie machen eine gewisse Ironie, sie setzen einen Twist rein, sie beobachten es neu, sie bringen einen neuen Kontext ein. Nebst dieser sozusagen sehr konzeptuellen Basis und Auftakt der Ausstellung gehen wir weiter und haben beispielsweise im ersten Stock eine sehr wichtige Arbeit in unserer Sammlung. Das ist die Bar Obed von Sophie Teuber-Arp. Und Sophie Teuber-Arp ist eine ungeheuer wichtige Künstlerin, weil sie sowohl bei Dada als auch bei Konstruktiv und Konkret eine zentrale Figur war. Wir zeigen die Bar Obed sehr zentral und haben auf der einen Seite sozusagen eher Werke, die dem konstruktiven Erbe zuzuordnen sind, und auf der anderen Seite eher Werke, die dem Dada zuzuordnen sind. Im dritten Stock der Ausstellung setzen wir dann die Reise sozusagen fort und haben einige Werke ausgewählt, die sich entweder auf die Minimal Art und auch die Concept Art beziehen, aber Minimal Art zum Beispiel, sehr wichtig, eine Arbeit von Carsten Nicolai, der sich mit dem perfekten Quadrat beschäftigt, wo also 21 Einzelquadratformen ein großes, perfektes Quadrat bilden. Das ist eine sehr große und wichtige Arbeit in unserer Sammlung. Ebenso ein wichtiger Neuzugang sind die Arbeiten von Heidi Kürnzler, wo man auch das Serielle, das massenhaft gefertigte Material sieht. Man sieht Plexi-Scheiben, die man verschiedenst anordnen kann, die aber in der Serie produziert und platziert worden sind. Und eine spezifische Ortsintervention auch noch von ihr mit zwei Balken, die übereinander platziert sind. Wir haben im dritten Stock ebenso
Werke der zweiten und dritten Generation der Zürcher konkreten Künstler, wie beispielsweise Rita Ernst oder Daniel Göttin aus Basel, oder wir haben Markus Weggenmann mit sehr wichtigen Arbeiten in unserer Sammlung vertreten. Und Natalia Stachon möchte ich selbstverständlich auch noch erwähnen und Margrit Hersberger. Also wir haben hier wirklich wichtige Vertreter, die sozusagen unser Haus und das Erbe des Haus konstruktiv zum Ausdruck bringen. Im vierten Stock hingegen, da ist das Wort Zukunft im Untertitel, da verkörpert sich dieses Wort mit den sogenannten Spotlights. Wir haben die Einladungen an die vier jungen zeitgenössischen Künstler unter der Rubrik Spotlight gesetzt. Wir setzen auch ein Spotlight auf ihr Schaffen. Jeder einzelne von ihnen hat einen eigenen Raum erhalten und sie durften sich dort auch frei entfalten. Und wir haben vier sehr, sehr unterschiedliche Räume erhalten mit wunderbaren Installationen. Und jede einzelne Position zeigt eigentlich sehr schön auf, wie Künstler aus der Gegenwart sich die Andockstellen aus der Kunstgeschichte ganz anders aussuchen können. Und jeder führt nochmals in ein ganz neues Universum. Und ich glaube, es macht großen Spaß, diese verschiedenen Möglichkeiten zu sehen.